Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch einen neuen Car Duplication Glitch zeigen. Leider ist der Glitch nicht solo, das heißt ihr benötigt die Hilfe von einem Freund. Dafür macht ihr aber immer saubere Kopien, das heißt ihr benötigt kein persönliches Kennzeichen. Ihr benötigt das Auto, was ihr natürlich duplizieren wollt, einfach am besten ein Winnie Easy komplett aufgetunt. Der gibt dann im Verkauf bis zu 1,8 Millionen. Das Fahrzeug muss sich in der Arena-Werkstatt befinden. Ebenso benötigt ihr noch so viele Elegies oder Fahrzeuge, die ihr nicht mehr benötigt, so viele Kopien, wie ihr halt erstellen wollt. Wo sich diese Elegies befinden, in welcher Garage, das ist völlig egal. Ebenso benötigt ihr noch einen Nachtclub. In der Lieferantengarage 1 muss sich dann irgendein Fahrzeug befinden. Und dann würde ich sagen, lassen wir auch schon direkt losstarten. Fordert euch einfach mal irgendein Auto an, begibt euch dann mit eurem Freund zum Casino. Als nächstes steigt ihr einfach in das Auto ein, Fahrzeugzugang stellt ihr auf Beifahrer ein, lasst den Freund dann einmal einsteigen und dann fahren wir mit ihm hinten zum Casino-Garage. Einfach ganz normal ins Parkhaus reinfahren. So, unser Freund steigt dann jetzt wieder in das Auto ein und bleibt jetzt die ganze Zeit im Auto drin sitzen. Mehr muss der Freund auch nicht machen. Wir begeben uns jetzt zum Nachtclub. Aber ganz wichtig, wir dürfen jetzt kein persönliches Fahrzeug mehr benutzen. Ihr könnt einen Teleport-Glitch machen. Oder wie jetzt bei mir der Fall ist, ich hole mir jetzt einfach gerade einen CEO-Basat, fliegt dann gerade im Helikopter rüber. Wir gehen dann ins Untergeschoss 1 rein. Lieferantenfahrzeug, Garage 1. So, dort steigen wir einfach in irgendein Auto ein. Drücken Steuerkreuz nach rechts, dann sind wir gefreezed. Drücken einmal Options auf Kreis, steigen aus dem Auto aus. Ja, als nächstes begeben wir uns jetzt zur Arena. Jetzt müsst ihr aber den Teleport-Glitch machen, denn hier aus dem Nachtclub werdet ihr so nicht mehr rauskommen. Wir suchen uns einfach einen Underwag-Bot raus, einfach irgendeinen Underwag-Bot, dem wir beitreten können. Die erste Meldung nehmen wir an, die zweite lehnen wir ab und schon sind wir bei der Arena. Als nächstes gehen wir dann einfach in die Arena-Werkstatt, steigen dort in das Auto ein, was wir duplizieren wollen, drücken dann Steuerkreuz nach rechts, um das Fahrzeug zu modifizieren. Dort angekommen, ändern wir einfach irgendwas Günstiges an dem Fahrzeug. Als nächstes können wir dann die Arena verlassen. So, jetzt draußen angekommen, öffnen wir das Interaktionsmenü, einmal die MOC anfordern. Haben wir das gemacht, dann rufen wir jetzt den Mechaniker an und bestellen jetzt das Auto, was wir nicht mehr benötigen oder einfach an einen kostenlosen Elegy jetzt anfordern. Wir warten jetzt ungefähr so um die 5 Sekunden, sagen unserem Freund dann Bescheid, dass er aus dem Auto aussteigen kann. Und wenn unser Freund jetzt aus dem Auto aussteigt, werdet ihr sehen, dass jetzt auch das Kennzeichen ändert. Und ja, um das Auto jetzt abzuspeichern, einfach in die MOC reinfahren, unten rechts die goldene Ladeschnecke abwarten. Und schon ist das Auto abgespeichert. Und ja, das Auto, was vorher in eurer MOC stand, steht dann jetzt in dieser Garage drin, wo ihr den Elegy her angefordert habt. Und ja, Leute, das war es auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.